Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir die letzte Quest von der Hauptquest von Bankurei abgeschlossen und damit hatten wir endlich Catwills Gold durch. Das heißt, heute werden wir mit der Magiergilde beginnen. Ich bin jetzt übrigens hier in Wuckelwacht in Auridon. Hier unten ist die Magiergilde und Wuckelwacht befindet sich ganz unten im Süden von Auridon. Im Endeffekt da, wo wir so auch angefangen haben, ganz am Anfang. So, dann muss ich mal eben schauen, weil es sind hier sehr viele. Wir müssen hier zu Valastee. Ich fing schon an zu glauben, ihr würdet nie hier auftauchen. Halt die Klappe, Warnung. Ja, das würde genau dem dritten Gesetz der Arcanodynamik entsprechen. Hervorragend. Wohlan, Adeptin. Ich glaube, ich habe eine Aufgabe für euch. Was kann ich für euch tun? Neue Mitglieder sind der Lebenssaft der Magiergilde, insbesondere in Sachen Bergungsmissionen. Ich wurde über eine mögliche Fundgrube uralten Wissens in einer Ruine in der Nähe informiert. Ich möchte, dass sie es für mich bergt. Wo ist das? Weiter nördlich liegt die als Ondil bekannte Ruine. Bitte seid so freundlich, die Ruine zu untersuchen und mir alle interessanten Bücher zu bringen, die ihr finden könnt. Ich kehre so bald zurück, wie ich kann. Die Ruinen von Ondil sind ein dunkler und gefährlicher Ort. Achtet auf eure Schritte, Adeptin. Was ist eure Rolle in der Magiergilde? Ich bin die Meisterin der Incunabula, die Hüterin der Folianten. Ich bin hierher gekommen, um das örtliche Arcaneum zu inspizieren, die Bibliothek der Gilde. Ich habe mein Leben der Erweiterung des Wissens unserer Gilde verschrieben. Es gilt, gewisse Standards einzuhalten. Wie habt ihr von diesen Büchern erfahren? Wir haben überall Ohren, Adeptin. Mir fiel ein Spionagebericht in die Hände, der diese Folianten erwähnte. Ich dachte, dass sich die Könige im Krieg neutral verhalten würden. Wir sind im Krieg um Cyrodiil neutral und stolz darauf. Das heißt nicht, dass wir nicht hellhörig würden, wenn den Augen der Königin etwas auffällt. Die Augen der Königin? Der Geheimdienst des Altmeri-Dominions. Sie sind alle ihrer Majestät Königin Eiren treu ergeben. Soweit ich weiß, waren viele ihrer Mitglieder früher mit ihrer Hoheit auf Abenteuerfahrt unterwegs, als sie ihre wilden Zeiten durchlebte. Ja, und mein Avatar sollte das eigentlich auch wissen, weil das ging nämlich in den ersten Folgen auch um das Auge der Königin, nämlich um Rasundar. Was steht in diesen Büchern? Ich weiß es nicht. Es ist immer so ein köstliches Mysterium, ein Buch zum ersten Mal aufzuschlagen. Man könnte alles Mögliche vor sich haben. Angefangen bei uralten Rezepten für Eintopf, bis hin zu großen Arkana. Sogar die anzüglichen Tagebücher eines Elfendichters. Okay. Ja, dann müssen wir uns jetzt erstmal aufmachen zum besagten Ort. Da müssen wir allerdings mit dem Wegschrein hinreisen. Ich meine, man kann natürlich auch ohne Wegschrein hinreisen. Das kostet dann aber. Hört her, Kartenhaie. Entsprechend mache ich das nicht. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Das ist mir sowas von egal, weil Vrodgar, ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, das käme als nächstes. Aber ich möchte erstmal die Magiergilde und die Kriegergilde durchkriegen. So, wir sollen ein kleines Stück nach oben. Das heißt, wir teleportieren uns nach Tanzelville. So, dann können wir direkt hier hoch. Ja! Immer ein bisschen aufpassen wegen den Zombies, die überall hier dumm rumstehen. Und einmal rein. So, vier Folianten. Eigentlich noch den Verliesboss, wobei ich den schon mit dem Account habe. Entsprechend ist er natürlich jetzt schon als weiß markiert. Na, nimm den Sack. Ich will wissen, was da drin ist. Und eine Scherbe, die können wir uns auf jeden Fall noch holen. Und die Viecher hier, die Ratten, die sind auch schon tot. Erste Foliant ist hier. Werde ich jetzt nicht durchlesen, könnt ihr gerne eben pausieren und selbst durchlesen.
So, dann der nächste ist weiter nach unten und nach links. Macht bloß noch den Bodenangriff. So. Schwuppdiwupp, da ist der zweite. Wie gesagt, könnt ihr gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Und dann geht's nach oben. Und erstmal an denen hier alle vorbei. In die falsche Richtung natürlich, wie ich jetzt gerade laufe. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe leider noch was zu tun. Ich habe keine Zeit für euch. Wobei, den Verliesboss könnten wir mal eben mitnehmen. Ich glaube, ich bin auch sonst immer rechts rumgelaufen. Ich bin mir nicht sicher. Basti, tust du auch mal irgendetwas, oder? So, hier ist nochmal ein Foliant. Wie gesagt, könnt ihr euch durchlesen. Und einen habe ich jetzt anscheinend... Ach, nerv mich nicht. Einen habe ich jetzt anscheinend übersehen. Hier war noch einer, genau. Das Buch scheint leer zu sein. Gut gemacht. Ich bin Shalidor, junge Frau. Und ich denke, dass ihr gut geeignet seid. Bringt dieses Buch zurück zu Valaste. Sagt ihr, dass Feuer ihr die Worte zeigen wird? Ich finde immer noch, nach all den Jahren klingt der immer noch total abgehakt. Dass Feuer ihr die Worte zeigen wird. Ja, und der Rest. So, dann haben wir hier noch was. Das könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, auch mal eben kurz durchlesen. Und ich hole mal eben die Scherbe. Hier kommen normalerweise, glaube ich, immer die Fledermäuse runter. Heute haben sie anscheinend keine Lust gehabt. Oder wenn schon jemand da ist, dann sind sie schon tot. Das ist natürlich auch möglich. Hat Hundi sie schon erledigt. So. Wir reisen jetzt quasi wieder zurück. Das leuchtet übrigens immer. Also das könnt ihr 20 Mal lesen, dann bleibt es immer noch am Leuchten. Keine Zeit, tut mir leid. Hab noch was im Ofen, muss mich beeilen. Hab Zombiefleisch gebraten. Ich glaube, das fanden die nicht so gut. Ja, ihr würdet normalerweise Basti jetzt hinterherlaufen und nicht mir. Ja, der läuft aber mit Abstand hinter mir. Ich glaube, die... Ja. Okay, hat doch noch funktioniert. Dann müssen wir einmal wieder zur Magiergilde zurück. Genau. Schwuppdiwupp. Ja. Was war denn das gerade? Ihr habt nicht gesehen, dass hier jemand war. Wie wunderbar. So. Ihr da. Einmal zurück. Wie würde es euch gefallen, etwas Lohnenswertes? Ich mache jeden Tag was Lohnenswertes. Ich bin hier die Heldin von Tamriel. Ich muss alle umbringen. Ich muss alle retten. Ich kriege sehr wenig Geld dafür, beziehungsweise Gold. Ich mache jeden Tag was Lohnenswertes. Also geh mir nie auf den Sack. So. Valaste. Wir beide haben viel zu besprechen. Nein, haben wir nicht. Da ist sie. Wart ihr erfolgreich? Habt ihr die Folianten? Ja, ich habe sie hier. Und etwas Seltsames ist passiert. Gute Arbeit. Ihr habt der Gilde bereits euren Wert bewiesen. Entschuldigt, sagtet ihr seltsam? Was ist geschehen? Ein alter Mann in Roben ist mir erschienen. Er sagte, sein Name wäre Shalidor. Shalidor? Labyrinthions Vater, der Schmied des Zauberspiegels? Sprecht ihr die Wahrheit? Und die Seiten dieses Buches sind leer. Warum leuchtet es so? Shalidor ist direkt vor mir erschienen, als ich das Buch in die Hand genommen habe. Er sagte, Feuer würde euch die Worte zeigen. Die Zauberweber der ersten Ära verwendeten besondere Tinte, die unsichtbar blieb, bis sie in Arkanes Feuer getaucht wurde. Vielleicht hat er das gemeint. Wir haben eine Feuerschale in der Nähe, in der ein solches Feuer brennt. Wollen wir mal sehen, was die Flammen enthüllen? Ich werde es versuchen. Werft das Buch in das arkane Feuer. Keine Angst. Die Seiten werden nicht brennen. Könnt ihr mir mehr über Shalidor erzählen? Shalidor war der berühmteste Erzmagier der ersten Ära.
Seine Hingabe an das Zauberwirken und sein Forschungseifer waren und sind damals wie heute unübertroffen. Die meisten Magier verehren ihn, auch wenn er seine Kritiker hat. Warum wird er kritisiert? Charlidor war der Auffassung, dass man es sich verdienen muss, Magier genannt zu werden. Er erschuf viele Prüfungen, um das Können von Mensch und Meer auf die Probe zu stellen. Seine lautesten Gegner waren diejenigen, die an diesen Prüfungen scheiterten. Natürlich. Ich weiß auch nicht, warum sie eigentlich hinter sich zeigt, wenn das arkane Feuer eigentlich hier ist. Ihr könnt euch das gerne durchlesen. Vielleicht hat jemand eine Übersetzung für mich. Wäre auf jeden Fall mal ganz interessant zu wissen, was drin steht. Was hat das Feuer enthüllt? Ich kann die Worte hier nicht verstehen. Es müssen sehr komplizierte Zauber sein. Das ist wirklich kompliziert. Vieles davon übersteigt mein Verständnis, aber hier, das ist ein Einstimmungszauber. Wir können Erzmagier Charlidor selbst beschwören. Wir werden ein paar Ritualkugeln brauchen. Was machen diese Kugeln? Sie werden eure Magika bündeln, eure Lebensenergie auf sie einstimmen und ihn an diesen Ort ziehen. Das Ritual wird offenbar euren Geist mit seinem verbinden. Was wollt ihr damit sagen? Das bedeutet, dass der Erzmagier euch führen können wird und mit euch sprechen kann, wann immer er möchte. Seid ihr bereit anzufangen? Wie lange hält das an? Was ist mit meiner Privatsphäre? Was ist, wenn ich mal pinkeln muss? Ja, lasst uns anfangen. Ab zur Mitte. Zum Sack, zack, zack. Zuerst stimmen wir euren Geist auf den von Charlidor ein. Bereit. Benutzt die Kugel vor euch, wenn ihr es ebenfalls seid. Ich bin doch schon dran. Ich wusste es. Ich tat gut daran, euch auszuwählen. Ich kann sie spüren. Ja, die Aura um euch strahlt vor Glück. Ihr werdet diejenige sein, die mir beim Abschluss meiner letzten Aufgabe helfen wird. Warum ich? Was ich zu erreichen hoffe, ist schwierig. Vielleicht unmöglich. Es wird außerordentliche Geistesstärke erfordern. Ich spüre diese Stärke in euch. Das hat uns in den Ruinen zusammengeführt. Was ist das für eine Aufgabe? Ein Sturm zieht in unsere Richtung auf, Adeptin. Krieg ist über Tamriel gekommen und die Magier dieser großen Gilde brauchen eine Unterkunft. Ich habe vor, ihnen einen sicheren Unterschlupf zu bieten. Eine Zuflucht, in der sie in Frieden lernen können. Wie erschaffen wir diese Zuflucht? Ich habe diesen Rückzugsort vor Jahrhunderten erschaffen. Er wurde mir von den Dienern des Chaos entrissen und auf magischem Wege auf die Schauderinseln gebracht. Um die Insel zu bergen, müssen wir 4 mächtige und verborgene Folianten finden. Von eben dieser Aufgabe spreche ich. Wo sind diese Folianten? Sie werden an einem Ort namens Käsekrämerkerbe festgehalten. Es ist ein Reich des verrückten Gottes Sheogorath. Stellt euch an meine Seite und ich werde ein Portal öffnen. Ich stehe bei euch, Charlidor. Seid vorsichtig. Sheogorath darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich habe meine Zuflucht wegen seiner flinken Zunge und seinem irren Blick verloren. Flinke Zunge? Ich verschwende meine Zeit nicht damit, seine Possen nachzuerzählen. Belassen wir es dabei, dass er mich in das Licht geführt hat. Wetten wurden abgeschlossen, Wetten wurden verloren. Und meine Zuflucht, Auquea, wurde in sein Reich gerissen, unter dem Geheul meiner Lehrlinge. Warum seid ihr zurückgekommen? Um mein Erbe zu bewahren. Auch wenn diese Gilde nach meiner Zeit kam, so habe ich in meinem Leben viel erreicht. Ich habe Schulen der Magie gegründet, den Bau des großen Labyrinths überwacht und meinen Zauberspiegel in die Schlacht getragen. Und ihr glaubt, dass der Krieg all dies ungeschehen machen könnte? Ich weiß es. Ich habe mächtige Verzauberungen auf meine letzte Ruhestätte gelegt. Wenn mein Erbe bedroht wird, dann werde ich aus Aetherius zurückgerufen. Meine Anwesenheit ist Beweis genug. Der Krieg der 3 Banner ist eine Bedrohung für jeden Magier in Tamriel. Wer ist Sheogorath? Er ist als dädrischer Fürst des Wahnsinns bekannt, der verrückte Gott. Die Dunmer halten ihn für eine der 4 Säulen des Hauses der Unruhe. Und diesen Titel hat er sich 1000-fach verdient.
Ist der wirklich eine Bedrohung? Er klingt eher nach einer Art Scherz. Nehmt ihn nicht auf die leichte Schulter. Der Wahnsinn hat viele Formen. Sheogorath umfasst sie alle. Er regiert die Schauderinseln, doch allzu oft zeigt er ein aktives Interesse an unserer Welt. Das endet meist nicht gut. Werde ich wirklich an einen Ort gehen, der die Käsekrämerkerbe heißt? Ja, nur ein Beispiel für Sheogoraths Humor. Es gibt Leute, die seinen Wahnsinn amüsant finden. Ich gehöre nicht zu denen. Der verrückte Gott könnte euch ebenso gut einen wohlgereiften Käse servieren, wie er euch die Haut abziehen könnte. Denkt daran. Ja, der hat leichte Obsessionen in Bezug auf Käse. Das ist richtig. Oh, wie nett. Eine Sterbliche. Moment, ich muss erstmal kurz gucken, dann darfst du das sagen. Oh, wie nett. Eine Sterbliche. Hallöchen, Haskil. Lasset uns die Käsesorten Tamriels gemeinsam durchleuchten, ihren erquickenden Genuss zum Strahlen des Buches bringen, was auch immer. Wenn ihr das lesen wollt, dann lest euch das einfach durch. Ich mache mit der Quest weiter. Nun, was wollt ihr? Ihr seid zweifellos aus einem edlen Grund hier. Ich bin im Auftrag von Erzmagier Shalidor hier. Ich wurde losgeschickt, um ein paar Bücher zurückzuholen. Zauberbücher? Wie langweilig. Da trifft es sich, dass ich derzeit besonders großzügig bin. Ich werde euch eintreten lassen. Danach. Wonach? Nach einer Prüfung eurer Entschlossenheit. Das ist keine Leihbücherei. Wenn ihr die Zaubersprüche wollt, müsst ihr sie euch verdienen. Ein Portal hat sich geöffnet, gleich hinter euch. Schließt es und ich lasse euch durch. Ich bin bereit. Schließt das Portal, wenn ihr könnt. Obwohl ihr euch vorher vielleicht um dieses Gampen kümmern solltet. Ich kann, aber ich muss meine Magier-Gilde-Level ein bisschen aufbinden hier. Na komm. Ein Skaff mit zwei Köpfen. Was war das gerade? Interessant, denke ich zumindest. Ne, ich bin sehr interessant. Das war unerwartet kompetent. Ihr würdet einen hervorragenden Hausdiener abgeben. Ich schätze, ihr wollt es nicht in Erwägung ziehen. Die Bezahlung ist gering, aber die Zulagen sind verlockend. Nein, danke. Ich bin nur wegen der Bücher hier. Wie schade. Die Folianten, die ihr sucht, sind hinter der Tür oben an der Treppe. Folgt dem Pfad, sobald ihr drinnen seid. Vielen Dank, Haskil. Ich erfülle nur die Wünsche des Meisters. Ich werde die Tür für euch öffnen. Oh, und passt auf die Skampen auf. Die kleinen Kobolde lieben einfach frisches Fleisch. Sie sind so kindisch. In Ordnung. Hier entlang. Komm, lauf mal ein bisschen schneller. Ich überhole den trotzdem, na toll. Und versucht bitte nicht alles durcheinander zu bringen. Versuch du vielleicht mal, nicht die Leute einfach wegzuschieben. Viel Spaß auf eurem Abenteuer. Ich bin so froh, dass wir diese Zeit zusammen hatten. Für eine Unterhaltung dieses Kalibers muss man gewöhnlich zu einer öffentlichen Hinrichtung gehen. Wo bin ich hier? Nur einer der vielen Schreine für meinen Herrn. Der gemeine Pöbel nennt ihn die Käsekrämerkerbe. Sheogorath mag diesen Ort, auch wenn er ihm nur selten die Ehre seiner Anwesenheit erweist. Wer seid ihr? Ich bin Fürst Sheogoraths Haushofmeister. Ich kümmere mich in der Abwesenheit meines Herrn um seine Angelegenheiten und die Schauderinseln. Die Schauderinseln? Habt ihr euch verlaufen? Wisst ihr denn nichts über den Ort, an den ihr gekommen seid? Die Schauderinseln liegen in Fürst Sheogoraths Ebene im Reich des Vergessens. Euch mehr zu verraten würde euch, um es einmal mit den Worten meines Herrn zu sagen, doch nur den ganzen Spaß verderben. Danke. Ja, so richtig hilfreich war der jetzt nicht gerade. Hier kann ich euch nur einen kleinen Tipp verraten, wenn ihr da relativ schnell durchkommen wollt, ohne großartig zu kämpfen. Dann lauft nicht darunter, sondern lauft so ein bisschen hier oben rum.
dann seid ihr immer an allem vorbei. Hier ist auch öfter mal ein schwerer Sack. Da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten, wenn ihr hier rumlauft. Und man bleibt natürlich an jedem kleinen Steinchen hängen. So, eigentlich müsste ich kämpfen, ne, wegen der Kriegergilde, aber das werden wir jetzt mal sehen. Sieh mal, Welpi, jemand zum Spielen. Ich spiele mit ihm, als wäre er der Punching Ball. Hallöchen, Welpi. Welpi mag euch nicht, oder? Oh, warum? Welpi war ein schöner Punching Ball. Wie der Quama seine Schuhe verlor. Das ist bestimmt ein altes Tamrielsches Märchen. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Sieh an, sieh an. Was haben wir denn hier? Welpenmörder! Hier, um meine Bücher zu stehlen. Wer, wo, was, wann, manchmal, warum? Sprecht, soweit ihr wisst, ist Ehrlichkeit die beste Methode. Ich bin hier, um 4 Folianten für Schalidor zu besorgen. Schalidor! Dieser aufgeblasene Nord und ich kennen uns schon ein ganzes Weilchen. Ich weiß, was er will. Oh ja, das weiß ich. Seine Insel. Er will sich seine Insel zurückstehlen. Oh, wie sehr ich Herausforderungen liebe. Seine Insel, das ist seine Insel. In Ordnung, dann werde ich sie einfach mitnehmen. Wo bleibt denn da der Spaß? Ich sage euch was. Ich gebe euch ein Buch. Im Austausch für euer Herz oder eure Lungen. Eure Entscheidung. Nein, wartet. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen einen Wettstreit. Ein Wettstreit gehüllt in ein Geheimnis mit einem Rätsel als Glasur. Was das für ein Spaß wird. Was für ein Wettstreit? Ein paar Aufgaben, die eine oder andere Todesfalle, nichts wirklich Schwieriges wie, sagen wir mal, das Zusammensetzen des Stabs des Chaos oder den Neubau des Numidiums. Nehmt das erste Buch, Welpenmörder, und ich gebe euch ein weiteres Buch für jede Prüfung, die ihr besteht. Seid ihr bereit? Ich schätze, wir sind im Geschäft. Ausgezeichnet! Käse und Kohl für alle! Aber halt! Wir sollten Schalidörchen über unsere Abmachung informieren. Mit ein bisschen Glück stirbt er gleich noch einmal. Und zwar vor Scham. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Ich kann es gar nicht abwarten, sein Gesicht zu sehen. Wenn es wertvoll genug ist, hänge ich es vielleicht an die Wand. Was hat das zu bedeuten? Cheogorath! Ihr habt es nicht vergessen. Ah, oh, Schalidor. Nie schreibt ihr, nie kommt ihr zu Besuch. Vor einem Augenblick habe ich ein Geschäft mit eurem Lakaien hier gemacht. Wie lange wollt ihr diese Bücher schon? Eine Ewigkeit. Eure Geschäfte sind alles andere als fair. Welche Posse habt ihr euch denn dieses Mal ausgedacht? Betrachtet es als ein Abenteuer. Und keine Angst, auch für euch habe ich eine... Ich habe diese Bücher mit einem kleinen Fluch belegt. Nur mit einem klitzekleinen. Ich fasse mich kurz, Schalli. Ihr Seid werdet diese Bücher niemals lesen. Gott. Wie langweilig! Seid ein wenig kreativer, Schalli. Wie wäre es mit Seid verflucht, verrückter Gott? Mögt ihr euch in einen Käse verwandeln, an dem in alle Ewigkeit Skewer herumnagen? Leider fehlt mir die Zeit für noch mehr konstruktive Kritik. Wir bleiben in Kontakt. Verflucht sei der verrückte Gott. Ich weiß nicht, welches Spiel er mit euch spielt, aber ich kenne den Einsatz. Wenigstens haben wir einen Folianten. Das ist wahr. Doch ohne meine Hilfe wird Valastet deutlich länger für die Übersetzung brauchen. Ich würde gerne zurückkehren und ihr die schlechten Neuigkeiten mitteilen. Ich werde es dir sagen. Dann schicke ich euch mal zurück nach Tamriel. Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Es hat etwas Wunderbares, ohne Hier Ziel drüben. Durch die Straßen Wir einer beide Stadt haben viel zu streifen. Zu besprechen. Alle wollen sowas von mir. Valaste. Ihr strahlt eine Aura der Kraft aus. Heißt das, ihr habt die Bücher? Nur eines. Cheogorath wird uns zu Prüfungen nötigen, um an die anderen zu kommen. Prüfungen? Nun, das ist ein Anfang, schätze ich zumindest. Was ist mit Schalidor? Ihn hat es in einem grellen Blitz von hier fortgerissen.
Shirgurat hat ihm beschworen. Nicht gut, gar nicht gut. Ich mache mich sofort an die Übersetzung. Aber ich hoffe, dass Shalidor zurückkehrt, um zu helfen. Shirgurat hat den Folianten verflucht. Shalidor kann ihn nicht lesen. Sag's es, Hinterteil. Dann wird das hier eine ganze Weile dauern. Schaut gelegentlich in der Gildenhalle vorbei. Ich werde es euch wissen lassen, wenn ich fertig bin. Das werde ich. Haltet in der Zwischenzeit auf euren Reisen die Augen offen. Es gibt viele verlorene Folianten, die über ganz Tamriel verstreut sind. Wer weiß, jedes dieser Bücher könnte uns dabei helfen, Shalidors verlorene Inselzuflucht wiederherzustellen. Ja, und damit erhalten wir eine Arcanes Amulett und eine wahrlich prächtige Glyphe der Magika in Blau. Entschuldigt mich, ich muss mit dieser Übersetzung beginnen. Diese Runen, faszinierend. Valaste, was Shirgurat angeht. Schrecklich, nicht wahr? Den Dickschädel und die Aufmerksamkeitsspanne eines Kindes, aber die Macht eines dätrischen Fürsten. Ist er immer so? Nun, versucht mal das Positive zu sehen. Ihr steht wenigstens noch auf zwei Beinen. Ihr seid nicht umgekrempelt oder strahlend purpurn eingefärbt oder mit neuen, zornig zuckenden Gliedmaßen versehen worden. Es könnte schlimmer sein. Ja, das macht einen doch auf jeden Fall Hoffnung für die weiteren Folgen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich werde jetzt noch nicht aus der Magiergilde rausgehen, weil draußen wird uns jemand auflauern, der uns dann wiederum zur nächsten Quest bringt. Das werden wir aber in der nächsten Folge verfolgen. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Der Pionier dieser Technik. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.